Aber wirklich so, ne? Bei einigen Sachen, wenn du dann ein bisschen über nachdenkst und auch die seine Sichtweise dann änderst, dann ist es manchmal echt so, dass dann, okay, stimmt eigentlich, eigentlich hast du recht. Und das ist doch wieder geil. Ein bisschen übertrieben. Ich kann noch gar nichts herstellen mit dem Charakter. Ups. Ja. Du nutzt uns also hier aus, oder was? So dein Charts-Level hier. Leecher bist du. Kapi. Sagt der mit zwei Chars in der Mission. Wer ist hier die Leech? Was mich Leech? Beach oder Leech? Warten jetzt. Was? Huch, FC. So. Ey! Eigentlich kriege ich noch mehr. Ey! Du Lutscher, wo bist denn? Komm her! Ich muss los! Ich wollte nur ein bisschen Knochen für eine Sense. Aber du hast ja 20 für das. Also in diesem ganzen Gebiet gibt es Teile von dem, oder was? Genau, wir müssen jetzt finden. Cool. Eins kann ich sagen, wo es ist. Den Rest weiß ich selber nicht. Okay. Du sollst dich schon wieder spoilern. Über das Auto? Reden wir jetzt über Autos, oder was? Spoiler. Hm? Was? Reden wir jetzt über Autos wegen Spoiler, oder was ist? Hm? Und Spoiler, Heckspoiler. Also, Blackie, der Vergleich ist Beste. Ich weiß nicht, was du möchtest. Der Vergleich ist Beste. So geht das nicht mehr, Jung. Okay, jetzt brauche ich schnell eine Werkbank. Ich gehe hier ein bisschen zuzeln, Stein zuzeln hier. Bock. Ich muss mir erstmal einen Langbogen bauen. Ich finde den Anfang so geil. Ich würde es so schade finden, wenn wir einfach alles haben. Dann lockst du einen, hast alles, hast deinen Pornobogen, kommt ein Tier und das Tier läuft schon weg, weil es weiß, es stirbt. Gar keine Rights mehr. Können wir schon uns hier aufbauen, oder? Ist hier ein... Wo sind wir denn? Ach, das ist nicht zugänglich, das Ding, oder? Doch, ist zugänglich. Da ist ja einer Berg, M2, M3, da nicht. Ist das nicht da? Wollen wir uns da in der Mitte auch ein bisschen aufbauen? Also, wir könnten die Mission rushen. Ich glaube, wir müssen nur die Dinger einsammeln. Ja, aber sind wir denn solche Spieler? Weiß ich nicht. Sind wir das? Ich weiß nicht. Wir haben doch eben gar geredet. Ihr müsst doch wissen, was ihr gesagt habt. Ja, von mir aus. Aber am Bogen tue ich mir trotzdem herstellen ein paar Dinger. Probieren wir das doch mal. So. Lass den Fuffi sein Häuschen bauen, dann ist er glücklich und wir gucken, was wir machen müssen. Häuschen, ich baue nur 1x1 diesmal. Ich stelle da eine Werkbank rein, baue meinen Bogen, dann laufe ich los. Wir haben gesagt, wir waschen. Ich wollte dir helfen. Oh, EP. EP. Ja. Ey. Stechen Sie mich nicht? Oh, wollte ich nicht. Ich wollte das Tier stechen, aber vielleicht bist du das größere Tier. Hall, hall. Je nach Lebenslage. Aber hier sind gar keine bösen Tiere. Ich suche eigentlich böse Tiere. Du läufst doch darum. Hast du ein Glück, dass das nicht weglaufen ist? Ja, ich weiß auch nicht. Manchmal mögen die mich. Wo gibt's denn den Stein? In der ganzen Wüste. Nee, die meisten hier kann man gar nicht kaputt machen. Ja, nee, das nicht. Das ist auch komisch. Hier, der hier. Oh, was ist denn da vorne? Okay, bis jetzt nur ein niedlicher Tier, nette Tier. Die kannst du alle mit dem Messer wegmachen. Oh, ein bisschen weit vorgeschossen. Ach nö. So, ich hab schon mal eine Werkbank. Bin happy. Ist das ein Sandsturm da hinten oder was? Sind die Sachen auch in der Höhle oder so? Oder unterm Wasserfall versteckt? Das wäre total krass. Weiß ich nicht. War einfach so offensichtlich, da liegen die da einfach so da. Ich laufe mal ein bisschen rum und schau mal, was es hier so gibt. Ich vermisse meine Bären jetzt schon.
das unser Haus? Der hat, ja. Das ist hier, Chat, hat er Haus gebaut, hier der Profi, 1x1. Okay, jetzt ist kaputt. Jetzt hat er sich versteckt hier. Ach, kauftest du auch das Haus in die Bergbahn? Nein, eigentlich nicht. Also, hast du mir einen Bogen gemacht? Nein. Brauchst du denn einen Bogen? Nö, ich hab ein Messer. Siehst du? Sind wir uns einig. Aber ich bin schon Level 3. Nee, 2. So, jetzt kann ich viel besser Tiere töten. Hast du Langbogen oder was? Ja. Ja. Cheater. Bitte eben AFK gleich wieder. Ey! Zebra! Du kannst doch nicht nach einem Pfeil nicht tot sein. Was ist denn hier? Total cool hier in der Wüste, voll entspannt. Oh, hier ist irgendwas. Oh, ich habe hier nie gehört. Hier ist irgendwas da oben. Krass, was ist das? Boah, volles rauchende Teil da oben. Voll geil. Wie komme ich denn da hoch? Oder ich könnte noch einen Langbogen bauen. Warte, ich zeig mal, mach mal groß mein Bild. Schau mal, schaut mal, da oben ist so ein. Da ist irgendwas, da raucht irgendwas. Auf dem Berg. Seht ihr? Jans Crass. Gehört, Serum, willst du einen Langbogen haben? Ich glaube, er ist AFK. Hat er gesagt? Schon eingeschlafen. Hier steht, untersuche die Abschlussstelle Alpha. Ja, aber ich muss doch jetzt da nicht hoch, oder? Siehst du meinen Stream? Doch, die Quest habe ich schon gemacht. Du musst da hoch. Du musst echt da hoch? Ja. Okay. Das wild. Wenn das die ist. Naja, ich weiß nicht, ich habe die noch nicht gemacht. Ultra, da hoch hier. Aber mein Senf, den ich gar nicht benutzt habe, ist nicht da. So. Ja, geh halt nicht weiter. Jetzt brauche ich Steinchen, brauche ich, oder was für das? Oh, wo seid ihr denn? Achso, ich bin ja schon viel weiter. Ich habe ja noch mal ein bisschen geschaut. Bauen wir mal kurz einen Teil hier. Wo sind der Gags? Ich bin hier in der Mitte. Hier, ich baue mal Lagerfeuer. So. Ja, ja, doch, das ist das Teil da oben drauf. Du musst auf das Ding hoch. Okay. Das heißt Holzfarmen und Rampen bauen. Ja, ich brauche mal hier eine Sense. Bisschen Fasern. Ich gönne mir erstmal ein bisschen was. Damit ich Kraft kriege. Alter, wieder krass, alles riecht hier nach Öl und Fett hier. Ah, das ist ein erstes böse Tier. Da bin ich wieder. Bibi. Bero. Ich hab das Teil gefunden hier. Hier ist ein fettes Teil. Du einen Langbogen haben. Wenn du einen Langbogen für mich hast, nehme ich den gerne. Ich hab für dich einen Langbogen. Aber ohne Sternchen. So Gax. Zum Gax. Wir nennen da mal drei Buchstaben, damit ihr aussprechen könnt. Das ist frech.
Nee, ich hab gesagt, ich hatte heute den ganzen Tag Gax. Ich mach's euch so Gax. Einfach mit drei Buchstaben, könnt ihr euch aussprechen. Weil wir sind ja in Deutschland und dann heißt das Gax. Ja, wir sagen auch nichts anderes. Nee. Klar. Alle Wörter Deutsch. Jawohl. Bevor du heute gekommen bist, habe ich sozusagen zu den Jungs, ob ihnen das irgendwann nervt, wenn ich heute den ganzen Tag Gax zu ihnen sage. Nö, ist mir nur auch aufgefallen. Ich zweifle halt an deiner Intelligenz dran, aber ist nicht so schlimm. Das tue ich ja so oder so. Ja, macht das Unterschied. Ja, aber so ist es nicht. Ich kann ändern zu sonst. Ich habe mir meine Schulbildung gekauft. So, ich habe Privatschule, oder? Deswegen. Da kauft man sich die auch. So, was wollte ich jetzt machen? Du bringst mir Langbogen vorbei, oder was? Genau. Ich habe für jeden von euch... Achso, okay, dann brauche ich ja gar kein Häuschen bauen hier. Ich habe direkt Tiere gemessert. Also einfach mit Rampen hochbauen, oder was? Ja, geht das? Ja, natürlich. Ich habe schon 20 Rampen in Produktion. Geht auch ganz gut mit zwei Rampen. Ja, aber warum, wenn ich 20 bauen kann? Weiß ich auch nicht. Komme ich denn dazu, wo ihr seid? Ich könnte es hier Rampen bauen. Weiß ich nicht, ich habe kein Holz. Ich bin einfach random losgelaufen und habe ich gesehen, da raucht's und dann habe ich gesehen, hey, oh, das ist ziemlich hoch. Jo. Irgendwo kracht hier was. Das war eine Rampe. Ah ja, hier bin ich. Ich sollte jetzt zu dir kommen und soll hier einen Langbogen kriegen. Wo ist mein Langbogen? Ich bin bei Gex. Da, bleib doch mal hier stehen, Jungs. Guck doch mal hier, guck mal. Hier droppe ich jetzt einfach einen Langbogen. Dann zeig mir deinen Langbogen. Deinen Langbogen. Da ist ein Langbogen. Da ist noch ein Langbogen. Ach, sogar mit Stern? Seit wann? Schon immer. Das ist ja Main. Also ich kann auch Rampen bauen. Ach, so machst du das. Ich hätte mir jetzt ein Häuschen gebaut, bis nach oben. So ein Turm, wo man im Kreis dann geht immer so. Gibt es runde Treppen? Nee, gell? Oder einfach so eine Leiter nach oben. Brauchst du noch? Ich könnte noch bauen. Brauchst du noch Rampen, Fuffi? Geht. Ich baue mal 10 noch. Ach, man kann sich ja links herum bauen, oder was? Bin oben. Wie, du bist oben? World first, oder was? Ach, kannst du eine Quest machen. Ja, geil. Aber wie... Reden, interagieren. Da steht gar nichts. Ach so. F. In die Luft gucken, das ist der F. Ach, einfach nur. Okay. Ein Bestandteil eines Versuchsgeräts von Luck. Luckwell Martinez. Noch, so, ich gehe nach euch wieder runter, ich würde meine Rampen wieder mitnehmen. Dann. Bin ganz oben. Jetzt geh runter, sonst ist keine Rampe mehr da. Warte. Lass mich doch mal gucken kurz die Aussicht genießen. Eine Sekunde, Moment. Sehen wir von hier aus die nächste Abschnittstelle? Deswegen, schauen wir mal kurz. Nein, die ist viel zu weit weg. Guck doch mal, wo der andere gelbe Punkt ist. Naja, warte mal. Der ist halt doch. Wenn ich wieder ganz oben bin. Und welche Richtung ist denn das? Wo muss ich hinschauen? Hey, ich bin auch eben hier raufgekommen. Ich glaube, das ist aber doch nicht zu sehen. Ich sehe nichts Rauch. Kein Rauchsignal. Ich will... Jawohl, nee, ich lasse euch mal suchen. So. Okay, also müssen wir mal gucken, wo... Aber ziemlich schnell gefunden, das Ding hier. War cool. Das hat Spätzle gemacht. Das Lagerfeuer mal mitnehmen hier. Vielleicht sehen wir es auch in der Nacht besser. Wenn es immer feuert, brennt. Halbes Leuchtfeuer. Jetzt sag nicht, alles ist ganz oben. Nö. Ja, ich will auch am Boden was haben. So, haben wir irgendwo eine Base? Oder habt ihr nur... Nö, ich hab nur die MAN-Zertücke gemacht, weil du brauchst... Also ich kann ja schon mal, du brauchst für die Mission nicht mehr. Du brauchst, wenn er wollt, noch Schlafsäcke. Ist nur eine Laufquest. Das ist wirklich nur Laufe, Suche, Laufe, Suche. Das haben wir ja noch nie gemacht. Alles klar.
Deswegen habe ich gesagt, Bogen reicht, damit man unterwegs sich ein bisschen gegen die Tiere wehren kann. Ich habe jetzt bis jetzt eine Hyäne gesehen. Ganz wilde Geschichte. Ich habe Messer. Habt ihr Fleisch gekocht? Nee. Ich habe vier. Wenn Sie möchten. Ja, dann mache ich mir gleich ein Lagerfeuer. Achso, ich habe auch Lagerfeuer. Aber ich kann dir geben oder so. Meeting ich oder was sagst du? Kannst aber auch Kokosnüsse essen. Aber die muss man doch irgendwo erstmal herkriegen und dazu muss ich Bäume fällen. Wie viel Stoff ist denn der? Alter! Also das kann man sich nicht. Oder kriegt man die Kokosnüsse ohne den Baum zu fällen? Das habe ich nie ausprobiert. Hier sind ganz viele Bäume. Ich habe noch nie gereiht, wie man die überhaupt kriegt. Ich hatte die einfach im Inventar. Wenn man die Spitze vom Baum weghackt. Ja. Oh. Genau das. Ja, dann fäll ich jetzt hier alle Palmen und mach die Spitze immer kaputt. Musst du dagegen nicht terraformen? Wir haben ja schon genug terraformt. Ich will jetzt alle Nüsse haben. Ja, dann komm her. Kriegst du die größte Nuss. Beste. Oh. Ich hab beinahe eine Nuss vor den Kopf gekriegt. Mhm. Du kriegst aber nicht immer eine, ne? Nee. Ich habe jetzt zufällig eine bekommen beim Abpacken. Ist aber bestimmt random. Random 7,5%. Oh, ein Alafant. So. Absturzstelle. Was war das? The fuck? Was denn? Mein Licht ist ja ausgegangen. Kaputt. Hallo? Ist das rausgegangen oder was? Was machen wir dann? Ich weiß nicht, es war rausgegangen. Ja, sag deiner Freundin mal, die soll das Licht anlassen. Einfach ein Geist. Ah ja, also imaginäre Freundin sagst du? So. So, seid ihr schon unterwegs? Ich weiß, dass ja, mein Handy durch den Empfang die Helligkeit des Lichts beendet, wenn ich es im Bett habe. Auf eine bestimmte aber Stelle warum liege. Warum ist denn deine Nachricht gebannt worden? Wegen bei Followers, Primes und Views und so eine Scheiße. Irgendwelche Bots, die rumspammen da. Oh oh. Das ist schön. Schwere Stürme. Jawohl. Die sind tatsächlich nicht so nett. Geil, sagst du? Oder so. Aber vielleicht finden wir die Teile nie, da sie bedeckt wurden mit Sand. Das kann ja auch sein. Ich habe mich wirklich überall hochgebaut. Was am Ende ziemlich dumm war. Ich bin bei der Mission gestorben, weil ich mich zu weit nach oben gebaut habe. Wie, gibt's ein Ende oder was? Ja. Du kommst nicht bis ganz hoch auf die Berge hier. Da ist schon die Border. Wie, das Spiel hat Grenzen. Ja. Was? Grenzen? Jetzt habe ich dieses Ding in der Hand und bin zu schwer. Ich glaube, ich bin. Das. Ich wollte das eigentlich heute nicht aufnehmen. Ach. So. Achso, noch einer. Moin. Schlaf dir hinterher. Achso. Das ist nett.
Und ich suche Sachen und Dinge. Du tötest Sachen und Dinge. Das auch. Das ist natürlich klar. Dafür bin ich auch hier. Dann hole ich mir noch eine Nuss. Wie lange hält die Nuss? Den hält noch. Okay, ich kann die andere. Ich nehme die doch mal, das vergesse ich es. Ja, 2 Stück bekommen. Uiuiui. Jetzt habe ich 4 Nüsse. Okidoki. Das hört sich ungesund an. Aua. Was ist der für Level, dieser 89? Aber hier sind wenig Tiere wieder, was soll denn das? Ja, jetzt sind hier viel. Jetzt sind mehrere hier. Mir sind nämlich keine. Elefanten, ja, auf dem Weg hier war auch nichts. Elefanten, jeden. Am Anfang waren ganz viele Zebras. Diese Hyänen gehen mir auf den Sack. Ich fühle mich immer, als lachen die mich aus. Ja, dachte ich mir auch. Das erste Mal, als ich hier war, dachte ich mir, krass, was für eine Atmosphäre. Dann hörst du die so, denkst du dir, oh Gott, hat er. Schon heftig. So halt dann auch hier. Ich muss gucken. Also die ganzen Burger sind ja wild. Wieso brauchst du denn wieder Eisenerze? EP. Achso. Ich habe diese EP. Bogen gemacht für so ein Tierchen, hier kriegt er 3000, aber. Ja, aber ich bin jetzt sowieso in der Höhle und dann habe ich gedacht, hau ich mal drauf. Oh, jetzt kommt der Wind auf einmal. Du legst dich echt mit dem Elefanten an oder was? Du hast das Slow und alles, oder? Geskillt. Oh, der ist gestunt. Low, okay, voll stunt. War aber nicht so lange gestunt. Der bringt seine Freunde mit. Jo, kriegen wir hin. Auch, auch gestunt. Ich hab dir gerade gegen ihn gefahren. Ja, danke auch hier. Neo, klar doch, gerne Hallo. Doch. Vielleicht finden wir noch mal ein bisschen Gelegenheit, über komische Sachen Dinge zu reden. Jetzt brauchst du Knochen oder so. Mein. Ja, ihr kämpft gerade gegen Elefanten. Ich bin nämlich in der Höhle und ich höre in der Höhle den Hall der Elefanten. Achtung, die Hyäne von hinten. Ah, ich habe eine Abschussstelle gefunden. Also in der Höhle? Achso, vor der Höhle. Ja, geil. Okay. Das war's. Krass. Part 2. Oh, jetzt müssen wir da unten hin. Ja, da unten hatte ich ja auch gemacht. Siehst du den blauen Marker? Ich weiß ja, wo die sind. Ah, Cheater wieder, okay. Nein, ich hab die Quest schon gemacht. Und ich dachte, die sind alle oben, jetzt kann ich's ja sagen. Und hier sind überall die Berge, ne? Und wo ich das mit einer Freundin zusammen gemacht habe, haben wir genau wie Gex gedacht, der ist irgendwo oben drauf. Und da haben wir uns hier echt auf den höchsten Fels ziemlich mittig probiert mit Rampen bis ganz hoch zu bauen. Achso. Und dann sind wir gestorben. Hä? Weit zu hoch. Das ist. Und der Grund war einfach dafür, du hast die Map verlassen. Ja. Ja, gut, ich dachte jetzt nicht, dass jetzt alle oben sind, das aber es wäre eine Möglichkeit. Ich habe ja echt gedacht, dass die Karte höher ist. Dass man auf so einem Felsen hier wenigstens hoch kann. Um sich mal die Map anzugucken oder so. Also, mal aber ehrlich. Von was träumt ihr denn nachts? Gibt man dann einfach rum oder kommt ein Timer? Ja, es kommt ein Timer, aber wir sind so schnell nicht wieder runtergekommen. Und dann stirbt man nur, oder? Wir haben das Zwei-Rampen-Prinzip gemacht. Ah. Und, ja, ich habe eine Frau bauen lassen. Da muss es ja perfekt gewesen sein. Hey, bei mir ist, habt ihr gesehen, ich habe einen Elefantenangriff, das ist einfach despawned. Chat, habt ihr das gesehen? Er ist einfach verschwunden. Junge, das war aber ungesund jetzt.
glaube, ich sterbe, Gex. Ja, ist doch liegt in deiner Natur, oder nicht? Ich glaube, der Gex ist... Der hat uns verlassen, der ist AFK. Hä? Ach so, nee, ich bin da. Ich quatsch doch mit euch. Aber anscheinend hat es nicht gewirkt, das Unmute im Stream schon und bei euch nicht. Ich habe gerade gesagt, ich habe einen Elefant angegriffen, der ist einfach despawned, nachdem ich auf ihn geschossen habe zweimal. Und ich hatte gemeint, ich dachte, vielleicht sind die Sachen oben, aber wenn man dann beim nochmaligen Nachdenken wäre das halt ein bisschen so doof gewesen. Und beim nochmaligen Nachdenken, da habe ich mir überlegt, okay, was spielen wir für ein Spiel? Vielleicht ist es doch so. Und als du gesagt hast, du stirbst, habe ich gesagt, das liegt in deiner Natur. So. Das ist gut. Wie machst du jetzt den Char, Zero? Wie machst du jetzt den Char? Genauso wie der andere, nur dass ich die Singleplayer-Talente nicht mitnehme, sondern in andere Bäume setze. Weiß nicht, Spitzhacken oder so. Weil die Singleplayer-Talente wirken ja sowieso nicht. Kann ich dann auf meinem Singleplayer-Kampf verlassen, den kann ich dann in irgendeine Mission stellen, die ich mal alleine spiele. Also die spielt man dann alleine, aber... Ich verstehe... Wie ist das denn? Du darfst nicht im Multiplayer spielen, oder, oder geht's nur, wenn du alleine im Level bist? Wenn ich alleine im Level bin. Also wenn ihr jetzt beide rausgeht, dann würden auch die Singleplayer-Karten... Ach, das zählt schon? Ach, das wusste ich nicht. Ich dachte, man darf das... Okay, echt? Ja. Darum, die sind gar nicht schlecht, aber... Und die sind auch vom Prinzip her ja, wenn du jetzt immer abwechselnd, also wenn du jetzt den gleichen Server hättest, und abwechselnd, weiß ich nicht, du spielst morgens und irgendein Kumpel von dir spielt immer abends, dann wäre das ja super geil, immer nur Singleplayer-Talente zu haben, aber es ist halt, ja, so, wenn man so zusammen spielt wie wir, bringt es halt nichts. Ach so, dann habe ich es dem heute falsch erklärt, dem Mordern der Hände, oder Wände, oder was auch immer. Ich dachte, du musst offline spielen und alleine sein, komplett. Du musst einfach nur alleine auf der Map sein, dann zählt das schon, oder was? Ja. Okay, ich war mir auch nicht bewusst. Die Prospects mit dem Singleplayer-Charakter, da war ich auch überall einfach nur in einer normalen Mission drin. Ach so, und ich dachte, du musst offline spielen. Ich dachte, sonst geht das als Cheaten oder so. Okay. Hat er den Leuten Mist erzählt? Ja, weiß nicht, besser wusste. Immer die Leute, die Blödsinn erzählen. Ganz okay. Schön. Und dann noch die Leute, die einen drauf aufmerksam machen. Das ist noch schlimmer. Mhm. So ist es. Aber gibt's hier keine Fasern? Nicht wirklich. Selten. Das du musst ist das größte Problem hier. Da musst du immer diese Fahne. Darum Knochensichel. Immer mit der Sense, ja. Also ich hab die Knochensichel. Ich empfehle auch immer am Anfang keine Pflanzen abzuernten. In der Wüste, sondern erst die Knochensichel zu hören und dann alles abzuernten. Weil es echt das eines der größten Probleme ist. Ich will doch nur einen Verband bauen. Hatte ich mir auch gar gebaut, weil ich gebissen wurde. Also ich wäre jetzt da, wo das Absturzding ist, aber dazu müsste man sich nochmal ein bisschen hochbauen. Und ich habe noch keine Holzwände. Ich habe zu wenig Tiere auf dem Weg. 10 Rampen dabei. Du müsst hier mal herkommen. Bin gleich da. Warum sind hier so wenig Tiere? Was ist denn los? Ich will irgendwas töten. Das sind genug Tiere. Ich tue dauernd Tiere. Hä? Ich hab nicht ein Tier hier. Ich hab schon 68 Knochen, weil ich damit das hoch mit Tieren. Hä? Ich bin nur am Töten. Ich komm gar nicht so. Ach so, ich hab auch keinen. Ja, nix zum Töten. Ich hab auch Knochen. Knochenpfeile. Das spawnen die nur um dich herum. Wieso sollten die? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin doch auch eine normale Joiner. Ich hab ein Wildschwein gefunden. Ein einziges Wildschwein auf dem gesamten Weg. Also ich bin fast tot, weil hier so viel Katzen gerade waren. Ja, bei mir waren Jähen, Zebras, alles. Wild mit dir. Ich kam gerade ein Puma und Schwein und hast du nicht nach dem anderen angerannt. Wir haben unterwegs Elefanten getötet. Also wo bei bist uns waren überall Tiere. Wo bist du denn auf der Karte, Fufi? Ich bin gerade rausgegangen, weil ich gedacht habe, vielleicht hilft ein Reloggen, dass ich Tiere sehe. Kann sein, ja. Moin, Star Classic Empirical, was geht? Muss ich hier runter?
Oh scheiße, ich habe kein O2 mehr. Ich habe das gar nicht gedacht. Ich glaube, dass du da runter musst. Zumindest muss man so ein Cliff runter zum Fluss. Du wirst es schon auf der anderen Seite im Gebirge gegenüber so einen roten flackernden Punkt sehen. Weißt du, wo ich in der ersten Schneemission diesen Sensor placen muss? Ist immer so, ist es eigentlich immer so ein Stück höher oder nicht? Oder ersten Sensor? Welche war die denn nochmal? Der erste Schneemission diesen Sensor placen. Du musst dir einen Shelter bauen. Der muss sheltered sein. Der muss irgendwo drinnen sein. Ach so, das ist die. Ja, ja, genau. Du musst dir ein Haus bauen und da musst du sie rein. Musst du sie rein tun. Es muss halt geschützt sein. Die dort in der Nähe ist. Wie, das geht auch? Ja, du kannst es auch in die Höhle stellen. Okay, und wir haben 1000 Sachen. Oh, Scheiße. Wow. Oh Gott, was ist das gebrochen hier? Ja, ja, ja. Das sah doch gar nicht so tief aus. Das sah gar nicht so tief aus. Ich wollte mir gerade was zum. Can't move. Achso, ja gut, weil gebrochen. Scheiße. Ich hab. Lol. Und jetzt weg tut's dich auch noch. Nee, ich hab jetzt in der Tasche schon. Hab schon. Stimmt. Das war die Mission, wo wir das Haus dreimal bauen mussten, wo wir dann gemerkt haben, wie die Statik ist hier. Das war das, wo wir am meisten gelernt haben von dem Spiel, wie die Bauten funktionieren. Ja, das kann ich mich ja nicht mehr bewegen. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas mit dem Spiel falsch gemacht, weil ich nie irgendwas lerne aus den Missionen. Ich komme irgendwie glücklicherweise meistens irgendwie durch und nichts passiert. Wir machen in der nächsten Mission genau das Gleiche. Ist seltsam. Jetzt sehe ich, wo du bist. Ach, da hinten. Blau, komplett blau, okay. Ich glaube, das größte und einzige Problem, was ich hatte, war mal die ersten Eisbären, weil ich nicht wusste, wie man gegen Bären kann. Ja, dass man das in der Schule nicht lernt. Ja, echt mal. Habe ich auch nicht verstanden. Ey, die bringen einem all jeden Scheiß bei, aber das nicht, weißt du? Wie man gegen Bären kämpft. Das könntest du einem echt noch beibringen. Das wäre ultra mit YouTube-Anleitung, YouTube-Videos und Guides und sowas. So. Und gegen Dinos werde ich auch gefeiert. Aber ich glaube, wenn man in Russland oder so lebt, da kriegst du das beigebracht. In Schweden gibt es auch Fächer, wo du irgendwie. Oh, kann nicht mal jemand aufheben kommen? Wie? Sind sie hingefallen? Auf die Schnauze? Du hast dir das Bein gebrochen, ich mir das Genick. Oh, das ist ungünstig. Ich habe gehört, das soll. Nicht gesund sein. Ich bin langsam. Das ist sehr rosenlos. Das ist ein scheiß Tier. Ich weiß nicht, ob einmal eins reicht. Wenn du da drin stehen kannst, glaube ich, ist ein bisschen groß. Mach 2x2. Aber Höhle ist noch besser, denn. Einmal eins reicht. Ja? Aber Höhle. Denn währenddessen kommen mehrere Stürme. Und der Sturm, da musst du gegen. Du musst es stützen und da musst du gegen kloppen. Es muss also kein Sturm. Kommt auf die Uhrzeit an. Wie spät ist es bei dir? Vor um 12 kommt fast ein Sturm. Ja. Also was habt ihr für Mission gemacht? Wir haben dieses Ding viermal aufgestellt und es ist jedes Mal ein Sturm gekommen. Also was ist denn mit euch? Ich hab dann Mission gemacht. Dann habt ihr zu lange gemehrt. wir haben uns vor dem Eisgebiet haben wir uns eine kleine Hütte gebaut, haben uns dann Oxygen hingestellt und uns Fellklamotten gebastelt. Ne, Lederklamotten sogar, nur nicht mal Fell. Ja. Und sind dann früh morgens um 7 sind losgezogen. Und waren dann vor 12 auf jeden Fall in der Höhle. Haben uns dieses Radar in die Höhle gestellt. Haben dann dort noch Holzwände hingestellt und dann standen wir dort. Und der Scanner war fertig und dann haben wir uns so gedacht, was war das für eine Mission? Hey, wir hatten so viel Action. Da kam dann ein Bär. Da kam dann so viel und wurde das Haus eingekracht. Dann wurde die Tür aufgemacht. Oder es ist eine Wand eingekracht und dann hat der Scanner aufgehört. Wieder repariert, nochmal angefangen zu scannen. Weil jedes Mal, wenn irgendwas passiert, hat er aufgehört. Mhm. Es war so actionreich, es war eine der actionreichsten, geilsten Missionen. Für mich war das eine der langweiligsten Missionen. Lol. Dann stehen wir da in der Hütte, dann haben wir das verstärkt. Also da haben wir dann richtig, da haben wir das erste Mal angefangen, das mit den Pillars zu bauen. Ich sag ja, ich lerne nichts aus den Missionen, weil ich einfach nur die Mission irgendwie mache und dann irgendwie durchkomme. Also, ja. Komisch. Ich habe mich einfach ins Nichts gestellt und hab dann gegen Bären währenddessen gekämpft, hab verteilt, ich hab repariert, gegenrepariert, hab das Haus fast angezündet, weil das Feuer so da noch drin war und so, ey, klein war und so. Krass. Das war voll Action, eigentlich hier.
Wobei da leuchtet Mal, was. Als wir losgelaufen sind, also wir sind zweimal losgelaufen. Einmal sind wir noch mit Stoffklamotten reingerannt. haben uns dann noch in der Nacht durch das Ding gekämpft, haben nichts gesehen im Sturm. Es war Sturm, wir wussten nicht, wo wir hin sollten. Wir hatten irgendwie 3 Holzbretter dabei. Sind dann irgendwo, wir sind hinten an der Wand lang gelaufen und da ist doch dieser See. Und bei dem See, du kommst ja von unten nicht nach oben. Und wenn du nichts siehst, weißt du nicht, wo du lang musst. Und dann haben wir versucht, dort irgendwo lang zu kommen. Und dann sind wir an dieses Cliff gekommen und einfach irgendwann runtergefallen. Beziehungsweise konnten wir nicht weg und sind am Sturm verreckt. Und beim zweiten Mal halt dann früh morgens los. Okay. Früh, fertig. Hier, Star Classic, die gehen noch mit Bogen ganz gut. Da brauchst du keinen, da brauchst du keine Gewehre. Weil wenn du mal schön ausweichst und sie auf dich zukommen, dann ist das kein Problem. Das muss man vielleicht erklären. Du kannst die Bären dodgen, indem du immer, wenn er auf dich zukommt, ganz dicht an ihm vorbeirennst. Du musst ihm einfach entgegenlaufen, so doof wie das klingt. Dann läuft er an dir vorbei ein ganzes Stück und bis er sich umgedreht hat und wieder zu dir kommt, kannst du ihm einmal in den Kopf schießen und dann läufst du wieder an ihm vorbei. Weiß aber, genau. Hat eh keinen Bock auf Bogen, von daher. Achso, da ja, egal. Das ist so ist easy. So. Moin. Ah, ja, okay. Ich kann wieder laufen. Schau mal, wie fleißig ich dabei zu den ganzen Tieren. Viele wissen das mit den Bären nicht. Ich hab 1000 Tiere auf dem Weg getötet. Ich war so langsam und dann das Bein gebrochen. Beim Weglaufen von einem Tier. Ganz knapp überlebt hier. Halbes RP habe ich gespielt mit denen. Aber guck mal, hier sind schon wieder keine Tiere. Ich weiß nicht, wie ich den Weg hierher gefunden habe. Hier sind keine Tiere, hier läuft. Vor mir hier unten stehen 2 Hyänen. Ich glaube, ich stinke, kann das sein? Ja, ich habe euch mal. Da ist noch ein Zebra. Ich habe euch da mal. Da ist noch eine Hyäne. 10 Rampen reingebaut, wenn der Wolf. Mein getanes Lagerfeuer. Ja, ich habe hier auch ein Feuer stehen. Ich mache mir gerade ein Steak. Ja gut, wenn es darum geht, das Feuer rauszuholen, ist ja kein. Also ich meine, ne? So, hier, bitteschön. Wenn wir schon Feuer vergleichen machen. So. Warten wir jetzt hier bis Tages, oder? Oder wie ist das, machen wir das? Ich würde sagen, wir bauen da hoch und holen uns Seite. Und dann gehen wir wieder nach Hause. Ja, ich habe euch. Wie gesagt, Rampen ins erste Lagerfeuer rein. Ich befürchte, wenn ich das anfange zu bauen, dann stürzt der Server ab, weil ich glaube, ich kriege das nicht so einfach hin. Das muss ich mal mit der Solo Player-Mission üben. Ach so, und ich dachte echt, das ist immer. Wenn man allein ist, dann geht krass. Und wenn ich offline spiele, gibt es die Mission auch, nur es kann keiner joinen oder was? Ja. Wollt ihr mit hochkommen? Ach, hier ist die Wand. Ich dachte schon, wie kommst du denn da hoch? Seh nix. Ist hier eine Fackel? Ist hier noch eine Rampe? Nee, ich hab keine Fackel. Wow, Vorsicht, ich bin da oben. Alter. Wer reißt hier was? Mit hoch? Nö. Ich sehe halt nicht, wo das Ende ist. Wo ist denn? Einfach weiterlaufen. Irgendwas safe? Runter. Ja, aber das will ich ja nicht. Okay, mach noch ein paar Schritte. Hast du nur ganz 2 Rampen? Jetzt sehe ich was. Nein, ich habe 5. Hä? Ich habe 30, lass mich durch, ich bin Arzt. Aber bist du da ganz oben ist oder was? Nee. Warte, da ist rechts jemand. Warte, ich kann nicht. Tu dir ja nicht abreißen da auf der Seite. Ah, das Licht, oh Gott. Ich habe ja keine Dinge angehabt für das Licht bauen. Ey, achso. Oder? Mal gucken. Wo hast du die anderen Rampen hingemacht? Oder hast du nicht mehr? Doch nicht so, das fällt auseinander, das hält nicht. Was macht. Was ist denn? Also. Ich bin hier, also. Hält schon. Ist ja ganz wild mit euch. Okay, wo müssen wir hier hin? Scheiße, mach mal dein Licht hier. Ach, hier oben ist es ja. Ach, da. Oder? Dass es einfach so geht. Oh, Ulf, wenn ich den zur Seite schubsen. Und da. Jawohl, ich nehm's raus. Geil. Alright. Piece number 3. Oh, wir müssen die Komponenten zusammenbauen. Du hast 2? Ich hab 2, ja. There's one more
Und wohin? Warte, lass uns mal runtergehen, oder? Erstmal. Hier ist das Item. Oh. Ja, hab's, ich seh's. Jetzt kannst du es zusammenbauen. Und dann müssen wir mal gucken, was wir tun müssen. Hoffentlich ist das jetzt so eine Biobombe, die wir hier ach so, einfach erstellen im Winter. Okay. Mhm. Hab ich? Weiß ich nicht. Das Testprototyp. Egal wo oder was? Try jumping. Wie try jumping? Von hier? Ring mal. Spinnst du? Back to the drawing board, I guess. Ich schätze, wir müssen nochmal von vorne anfangen. Warte, erzählt noch. Er hat gesagt, du sollst springen. Spring mal. Hey, was habt ihr vor? Ja, runterspringen. Also runterspringen. Ja, so war das nicht geplant. Was? Der hat auch gesagt, wir sollen springen. Ja, da steht Jump. Nee, Mission abgeschlossen. Ach so, ja, danach hat er gesagt, es funktioniert nicht. Spring nochmal. Ja. Nein, der hat danach noch gesagt, es funktioniert nicht. Ja, eben, deswegen. Zuerst gesagt, spring nachher, doch, die funktioniert nicht. Müssen wir irgendwie anders machen. Ja. Ja, also, der wollte nur, dass du stirbst. Also, ganz zu depper bin ich auch nicht, gell? Nein, ich wollte, dass du springst, nicht, dass du stirbst. Ja, okay. Das sind ja wohl zwei komplett unterschiedliche Sachen. Spring bitte vor, dann kann ich auf dich drauf springen. Das ist nicht mehr so hart. So, und jetzt viel Spaß beim Zurücklaufen. Das ist doch kein Problem. Laufen alle gemütlich zurück und fertig. Also ist nicht so weit jetzt. Das geht ja noch. Krass. Aber eure Rampenbaukünste sind schon wild. Wie eure. Ja, normalerweise baue ich das mit zwei oder drei Rampen und dann reicht das. Ja, das dauert ja dann noch länger. Nö, das geht relativ fix. Ich wäre 20 Mal runtergefallen, hätte die Mission 7 Mal wiederholen müssen. Nicht mein Feuer, Klaus. Das ist mein Fleisch. Hey! Hallo! Ich dachte, ich nehme mal was mit, da du ja eh schon weg bist, aber kannst du was haben? Kein Problem. Wusste nicht. Brauchst du Fleisch? Hab ich noch. Ja? Nee? Nee. Warte mal, ich gehe jetzt mit euch mit, weil ihr meint ja, hier sind lauter Tiere. Ja, wir haben die alle getötet auf dem Weg hierher. Du hast doch gesehen, wie viel Fleisch da wir hatten. Also wir haben jetzt alle umgebracht auf dem Weg hierher. Jetzt sind sie nicht mehr da. Wie denn auch? Die müssen erstmal fortpflanzen. Du musst um 9 Monate warten. Jetzt bist du bei uns, weißt du, es ist ein Debuff. Naja. Oh Scheiße, jetzt muss man ja hier hoch. Ich hab keine Rampen mehr. Doch, 3 Stück. Nee, du kannst eigentlich immer aktivieren. Wir konnten es immer aktivieren, der Sturm kam währenddessen. Das Ding braucht keinen Sturm. Der sagt zwar, du sollst es im Sturm aktivieren, aber der Sturm ist im Endeffekt das Gebiet. Also im Gebiet ist immer Sturm, außer dass manchmal kein Sturm ist und trotzdem das Sturmgebiet ist. Das war jetzt wieder eine Logik. Ja, klar, außer dass manchmal kein Sturm ist. Also im kein Sturmgebiet ist immer Sturm, weil das Gebiet Sturm enthält, deswegen ist der Sturm auch ohne des Sturms aktiv. Genau. So ungefähr. Du hast gut zusammengefasst, was ich nicht hingekriegt habe. Ja. Kein Problem. Sehr gerne. Im Endeffekt, stell das Scheißding auf und drück F. Der sagt nämlich, du sollst das während des Sturms aktivieren, aber ich glaube, das soll eigentlich heißen, aktivier das im Sturmgebiet. Und ja. Jetzt muss ich in diesem scheiß Kreis hier laufen. Was soll das? Geht's nur durch. Auch eine interessante Mission, auch mal was anderes. Deswegen haben diese YouTuber die ganze Zeit diese Missionen gemacht hier. Immer so ganz kurz. Das ist diese Mission-Guides.
Ja, aber ganz ehrlich, wer für diese Mission Geiz braucht, sollte das Spiel nicht spielen. Bei uns, bei Enzo und mir sind auf, am Wasser, also am Fluss manchmal, so öfters oder manchmal oder keine Ahnung, nicht ganz so oft. Hin und wieder mal. Was erzähle ich jetzt hier? Immer, außer in den Momenten, wo es halt mal nicht war, ne? So. Genau, so Gelegenheitstrinker, bei jeder Gelegenheit. ganz viele Tiere gespawnt, so 5, 6 hintereinander haben uns angegriffen. Bei der ersten Wüstenmission irgendwie, wo wir da auch irgendwie was scannen müssen oder so. Da sind wir da gelaufen hier im Wasser, auf einmal kamen ganz, ganz viele Tiere. Keine Ahnung, so viele auf einmal, kamen noch nie auf einmal. Wir dachten, es ist voll geile Action. Ja, das war's dann. Mehr war nicht. Aber irgendwas haut mit dem Server, dass da irgendwie der Spawn da rumhängt. Das haut irgendwie nicht richtig hin mit dem Tierspawn. Irgendwas hat das Game da, das da nicht funktioniert. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil der Server schaut dir ja zu. Der ist ja bei dir sogar. Und wir sind ja auch da in der Gegend. Das kann doch nicht an ihm hängen. Das ist, nicht. Das ist sehr strange. Weil wir haben ja auch zu dritt gespielt gehabt. Wir sind ja jetzt eigentlich auch zu dritt oder nicht zu viert. Und da hatten wir halt super viele Tiere. Und auch alle waren sind um uns herum gespawnt. Und wir waren halt zu dritt zusammen an einem Ort. Das ist komisch. Ich meine, ich würde es mit dem Server nur besser machen für uns. Dass wir halt dann mehr Performance haben. Und was ist das eigentlich jetzt für ein Ding hier? Gravitationsschild-Prototyp. Okay. Nee, das soll halt eigentlich, ich glaube, dass du schweben kannst oder irgendwie sowas, hört sich das an, Gravitationsschild. Da steht da, die genaue Funktionsweise dieses Dings da ist zwar vertraulich, aber die allgemeinen Spezifikationen deuten darauf hin, dass die massenverzerrenden Effekte exotische Materie nutzt, um ein diametrales Feld zu erzeugen, das den lokalen Einfluss der Gravitation dämpfen soll. Ja, hast du richtig erklärt. Einfach so ein Schwebedings. Schweberucksack. Ja. Mit der meinte er auch mit Springen versuchen und ja, ich habe halt eigentlich echt gedacht, du sollst da drunter springen. Das wäre voll geil gewesen, dann wäre ich kurz geschwebt. Hast dann irgendwie so ein Jetpack-ähnliches Ding da oder was auch immer. Das wäre super witzig. Gewesen. Mach das Chaos, schlaf dich Mittagsschläfchen aus und bis später. Träum schön. Mittagsschlaf wäre jetzt auch was, aber ich glaube, dann wache ich nicht mehr auf. Also zumindest heute nicht mehr. Nie wieder. Nie wieder. Der Technikus muss auch gleich kommen, es ist 12:30, hält Mittagsschlaf. Also alle älteren Leute schlafen jetzt, fangen jetzt an, Mittagsschlaf zu halten. Also, ne? Na, geht's dann. Bis später. Bis dann, Nachti. Gute Nacht. Dann muss Keks ja jetzt schlafen gehen. So, ich kann abhauen, oder? Ist mein Dude neben dir? Zum Rätseln zufällig? Nee, oder? Hast du eine Höhle wieder benutzt? Nein, ich bin gelaufen. Ist doch alle fast da. Bis nachher. Hä? Ich FC war das. Gute Leute. Danke ihm. Nee, Kate, also... Sowas würde ich nie sagen. Das war nur aus der Ich-Perspektive. Genau. Ich habe von mich gesprochen. Aus der Ich-Mich-Perspektive. Ey, jeder Tag ist einfach nur jünger, besser. Weißt du? Jeder Tag zählt. Und Kate, was geht bei dir ab? Wie waren deine letzten Tage? Was hast du für Schweinereien gemacht? Passiert nichts bei dir? Achso, muss vielleicht doch eine Base bauen. Story machen von World of the... Von World of the... Fantasy Craft? Und tschüss.
Schau mal, es geht nicht in der Höhle bei ihm. Es geht garantiert. Kannst du das Ding nicht aufstellen oder kannst du das Ding nicht anschalten? Zusammenbauen, hinstellen und F drücken. Wart mal ab, irgendwann kommt der Eimer kaltes Wasser, wenn du pennst. Das ist okay, das ist nicht schlimm. Da bin ich wach. Die Pfanne kann ich ruhig weiter schlafen. Kein Problem. Wenn du das Gerät anschaust, da hast du ja das Lebensbalken. Ist daneben das Symbol, dass es sheltert ist? Vielleicht zu nah am Eingang? Genau, muss schon, ob es überdacht ist. Oder du baust halt noch eine Wand davor. Dann muss es auf jeden Fall funktionieren. Also wir hatten einen Boden hingestellt und eine Wand davor gelegt und dann haben das Ding in die Höhle gestellt. Ach so, nicht einfach so hin, oder was? Okay. Ja, wir hatten die Höhle halt zugemacht, weil wir gedacht haben, irgendwelche Tiere kommen und wenn wir in der Höhle sind, können wir nicht weglaufen. Und dann haben wir halt eine Wand davor gebaut und... Mhm, so angsthasenmäßig. Okay, verstehe. Ja, war die erste Mission, die mit krassen Bären und die ja, sind böse. Ja, klar. Ja. War ja auch nicht ohne, die Mission war schwer. Also wir haben es jetzt schwer empfunden, mitten zu überleben im Sturm, diesen Teil, und dann wurden attackiert und alles. Kamen auch Bären, kamen wirklich dazu und so. War krass. Ja. 150 haben wir nur bekommen. Sag mal, kann es sein, dass das exotische Ding, dieser bakterielle Impfstoff Stufe 3, dass der sich vielleicht nicht verbraucht? Ja, wow. Also das... Naja... Der Unterschied zwischen... Was steht da? Das erste hält 3600 Sekunden, kostet 300 Forschung und 100 Money. Ja. Das zweite hält 10.000 Sekunden, das ist das Dreifache. Ja. Kostet 300 in der Forschung und 100 in der Herstellung. Das andere ist 21.600. Das dritte hält 21.600 Sekunden, also nochmal das Doppelte. Ja. Und kostet 750 und 250 Exotics. In der Herstellung und nochmal 1000 und 250 in der Forschung. Es also hält nur 21.600, fertig. Es gibt ein Ende, ist doch Ende dabei. Ist doch ein das Ende. Ist halt, ja, schon. Nee, ich meine nicht, dass der Buff ewig hält, sondern dass das Item ewig hält und du das immer wieder benutzen kannst. Und warum oder vielleicht einmal pro Aktion, pro Mission oder sowas. Dass du wieder aufladen kannst, meinst du? Aber das geht dann bei allen dreien. Nee, das erste habe ich probiert, das ist auf jeden Fall verbraucht, das geht weg. Aber wohin, welches Indiz tut dich jetzt hier da? Der Preis. Weil ja, der du, Preis ist, das ist Icarus. Das ist ein scheißegal. Du hast für 100, hast du 3600, für 300 Forschung mehr kannst du für 100 dir 10.000 Sekunden holen. Und für 750 und 250 kannst du dir dann jedes Mal einen 21.000er Buff holen.